Deswegen habe ich auch gesagt, wenn wir alle Pikmini haben, dann stehen uns eigentlich alle Wege offen. So, hier, mal her. Ich bin am Überlegen, können wir jetzt hier mit den blauen Pikmin, mit den gelben Pikmin hier noch irgendwas machen? Gelben Pikmin brauchen wir hier erstmal nichts mehr zu machen. Weil dort hinten, wo noch eine Mauer war, also da in dem Bereich, wo wir jetzt den Elektrozaun eben abgeklopft haben, da müsste es auch noch eine Subhöhle geben. Also mindestens zwei Subhöhlen gibt es hier noch. So, gelbe Pikmin. So, ihr geht mal hier wieder in euer, in eure Zwiebel. So, und schnappen uns jetzt mal die restlichen blauen Pikmin. Da haben wir eine Armada aus, ja, aus blauen Pikmin. Kümmere ich mich erstmal gar nicht. Wir gucken jetzt, dass wir jetzt den Schatz abtransportieren können und dort hinten nochmal die Mauer wegreißen können. Ich glaube, die Mauer, die machen wir zuerst. Weil den Schatz können wir dann auf dem Rückweg einsammeln. Oh, der Frosch, der ist ja richtig ekelhaft. Kann man den scheiß Frosch umboxen? Aber gut, uns ist kein Pikmin draufgegangen. So, gut. Reißt mal die Mauer nieder. Gucken, ob können wir hier von hier aus noch eben. Wir können da schon mal so ein bisschen in das Gebiet reingucken. Diese ekligen Krabbenviecher. Ich glaube, dort hinten gab es sogar ein Sublevel. Ja. Und dass wir hier nur mit blauen Pikmin durch können, weil der unter Wasser liegt, der Eingang. Und das Wasser können wir nicht ablassen. Und in diesem Sublevel warten sämtliche Gefahren auf uns. Also Feuer, Elektro, Gift, wirklich alles ist dort vorhanden. Und wir können nur mit blauen Pikmin rein. Das ist so fies. Kommt, Jungs und Mädels, ich möchte heute wenigstens einen Schatz mitnehmen. Das ist jetzt so ein kleines Wartespiel hier. Tut mir ein bisschen leid für die Zuschauer, dass das jetzt hier vielleicht ein bisschen langweilig ist. Aber ja. Wir haben es ja gleich. Ah, geht doch. Ja, gut, komm, nimm mal das hier mit. Und den Schatz. Dass das auf jeden Fall schon mal in die Base kommt. Ist doch schon wieder so ein Kronkorken, oder? Jo, schon wieder so ein Kronkorken. Wo steht denn da drauf? Psst. Ist ja gut, ich bin ja schon leise. Nö, kann ich nicht. Ich nehme hier ein Let's Play auf, ich muss reden. So. Gucken, wie das hier aufgebaut ist. Na, kommst du her? Ja, und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Kollege Schnürschuh. Wir müssen aufpassen, wenn die Krabben da so rausdashen, wollen die sich einen Pikmin schnappen. Und wenn die dann zurückkrabbeln wollen, dann sind sie wehrlos. So, gut. Was wir hier noch haben. Ah, viele Gegner, viele ekelhafte Scheißgegner.
Und noch so ein Blasebalg. Und so ein Pikmin draufgegangen. Nein! Oh, sehr gut. So, und da hinten, da ist dieser Sublevel. Und hier können wir kein Wasser ablassen. Wir können hier nur mit blauen Pikmin hin. Interessant. Die tieferen Bereiche dieses Loches scheinen unter einer Flüssigkeit zu liegen. Leider bin ich eine sehr empfindliche Maschine, die auf Wasser sehr sensibel reagiert. Alter, also stell dich mal nicht so an. Sie beide müssen allein gehen. Warum dieser verrechtliche Ausdruck? Ich bin eine sehr teure Maschine. Na gut, dann komme ich halt mit. Aber diese mutwillige rücksichtslose Behandlung von Firmeneigentum steht in meinem Bericht. Jo, stell dich mal nicht so an, Junge. Sehr gut. Ein weiterer Kronkorken. Abstraktes Meisterwerk. So, wir gehen noch in den Sublevel rein. Wie spät haben wir es eigentlich? Leute, kommt, wisst ihr was, wenn wir schon hier sind, komm, gehen wir noch in den Sublevel rein. Der Tag ist zwar gleich zu Ende, aber scheiß drauf! Versunkene Burg. Ja, und ja, hier sieht man es schon. Holy Macaroni, ein brennender Punktkäfer. Wir haben keine Feuerpikmin. Ja, das Sublevel hier, das tut schon ordentlich verdeutlichen. Boah, das ist richtig kacke, ey. Wir müssen den Punktkäfer, diesen brennenden Punktkäfer müssen wir jetzt ins Wasser locken, damit er gelöscht wird, damit wir ihn mit unserem blauen Pigment wegbashen können. Vor allem, der hat noch einen Schatz. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch einen Schatz hat. Jo, Kollege Schnürschuh, wach mal auf. Wachruf! So, dann komm mal her. Und. Schnell! Schnell! Box den um! Schnell! Zack! Oh yeah! Was ist denn hier? Sieht aus wie ein Keks. Es ist doch ein Keks. Käferköder. Ii. Ist ja ekelhaft! Na, du Dickerchen. Hast du auch noch einen Schatz für uns? Nö. Hat er nicht. So, oh, hier haben wir noch einen Schatz. Sehr gut. Ich erinnere mich auch daran, dass dieser Sublevel, glaube ich, so einen richtig ekelhaften Gegner beinhaltet. Hier haben wir noch einen schönen Schatz. Das sind lauter Leckereien hier, oder was? Sind wir hier in Schlemmers Küche? Alter. Name? Pastetenrad. Ja, echt alles hier so Süßigkeiten. Ja, ist okay, die Pikmin brennen. Achtung, Notfall, die Pikmin leiden. Ja, und ich leide wegen dir, weil du mir auf die Nerven gehst. Pikmin müssen unnötig noch länger leiden, wenn du hier quatscht.
Alter Schwede! I hate it so much. So, war das was dann für diese Ebene? Oh, das sieht aber richtig lecker aus. Henker jeder Diät. Sehr gut. Halt. Sehr gut, wir haben hier auf dieser Ebene alle Schätze, also dann nichts wie weg hier. Hier ist sogar ein Geysir, wir können von hier aus sogar verschwinden. Alright. Hier ist noch eine Wand. Eine Wand, die wir wegreißen können. Mal gucken, was hier drüben noch ist. Oh, noch eine Wand. Okay. Okay, die Wand, die ist sehr schnell weggerissen. Klatschen wir die hier noch um. Oh, Leute! Seht ihr das? Da auf der anderen Seite? Dieser komische Punktkäfer. Das ist ein sehr interessanter Punktkäfer. Weil der hat nämlich kleine Kinder und ihr seht schon, dem wächst so ein Blatt aus dem Rückgrat. Ja, und jetzt, da wir die Mama umgebracht haben, was ich jetzt ziemlich gewalttätig anhöre, haben wir jetzt diese kleinen Punktkäfer hier erhalten. Der verwirrte Punktkäfer fühlt sich von den Pikmin angezogen. Sie scheinen friedlich miteinander zu koexistieren. Merkwürdig, diesem Punktkäfer wächst ein Blatt aus seinem Rückgrat. Er scheint dem Blatt auf dem Kopf eines Pikmin nicht unähnlich zu sein. Ja. Wir können auch sehr froh sein, dass wir jetzt diese kleinen Viecher hier haben. Ja, die können wir jetzt auch tatsächlich nutzen. Aber leider nur hier in den Subleveln. Wenn wir zurück zur Oberfläche wollen, dann bleiben die, ja, diese Punktkäfer hier. Aber ich glaube, diese besonderen Punktkäfer, das sind so Multitalente. Also die können wirklich alles. Die sind resistent gegen Feuer, gegen Gift. Einfach, die haben einfach alles drauf, was unsere ganzen anderen Pikmin auch können. Ich glaube, die sind aber nicht 10-mal so stark wie ein normales Pikmin. Also die Fähigkeit haben sie jetzt nicht. Aber wie gesagt, sie sind gegenüber sämtlichen Elementen resistent. Und das ist uns, ja, kompensieren nur zugute. Wow. Voll das Abwassersystem hier. Wo geht's denn hier lang? Man sieht hier kaum was. Hier ist es so dunkel hier. Okay, hier kommen wir nicht lang. Das ist also total unnötig, hier entlang zu gehen. Oh nein, Bombenviecher! Ja, dieses Vieh kann Bomben erzeugen. Schnell! Bringt es um! Bringt es um, bevor es Bomben legt! Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann kommt mal alle hierher. Der voll im Abwasserkanal hier. Aber hier befindet sich noch ein Schatz. Ein netter kleiner Schatz. Na, so klein ist er jetzt auch nicht. Ich habe immer noch so ein... Ich habe ziemliche Angst hier, verspüre ich hier.
einfach weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Sublevel einer der ekelhaftesten Gegner überhaupt enthält und der kann einfach mal random kommen. Nein! Oh, diese scheiß Spinne! Ah, diese scheiß Spinnen, die sind auch dumm, nervig, weil die klauen uns hier die Schätze. Nein! Hör doch auf, ey, das kostet uns unnötig Zeit. Das ist so ein riesiger Schatz, dann ist er nur 60 Pokos wert. Hula Konfekt! Ja, Jungs und Mädels, beeilt euch mal bitte. Wenn ihr wüsste, was für eine Angst ich hier gerade verspüre. Die Angst, dass dieser Gegner jederzeit kommen könnte. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gegner hier tatsächlich vorkommt. Och, bleib doch nicht an der Ecke hängen, meine Fresse. Nein! Nein! Nein, da ist er! Dieser Scheißgegner! Nein! Was ist das? Ich kann es mit meinen optischen Rezeptoren zwar wahrnehmen, aber meine Sensoren können es nicht erfassen. Kann es sein, dass seine physische Form in einer anderen Dimension wurzelt? Es anzugreifen ist zwecklos! Wenn wir es nur dazu bringen könnten, seine physische Gestalt anzunehmen. Aber in diesem Zustand... Gefahr, Gefahr, Gefahr... Ja! Und da kommt er schon! Schnell, 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 schnell! Ey, wir müssen das Ding hier freikloppen. Er kann hier nicht hoch! Er kann hier nicht hoch! Es kommt! Wo ist es? Oh, es ist so dunkel hier! Ich kann nichts sehen! Oh, komm doch her, du scheiß Punkkäfer. Oh, da oben. Nein, ich komme hier nicht durch. Oh, stehen hier wieder Pikmin dumm in der Gegend rum. Ich glaube, das Vieh ist uns noch nicht gesichtet. Schnell, kommt her. Wir müssen noch diesen Schatz hier wegtragen. Nein, ihr bleibt hier. So, Louis, falls es hart auf hart kommt, gehst du mit dem Pikmin einfach weg. Leute, das war das, bevor ich so Angst hatte. Auf schnell, bevor das Scheißvieh, keine Ahnung, wo es ist, aber nicht, dass es hier gleich wieder auftaucht. Leute, das Geilste ist ja noch, ich habe den Ton aus. Das heißt, wenn das Vieh in einer anderen Ebene wiederkommt, dann höre ich es nicht. Weil ich habe den Ton ausgemacht, nicht, dass ich den doppelt und dreifach aufnehme. Das heißt, wenn das Vieh in der nächsten Ebene, Schokokissen, sehr gut, wenn das Vieh dann auftaucht, ja, dann kann es sein, dass es einfach mal plötzlich vor meiner Nase auftaucht und ich davon nichts wusste. Und wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Da ist noch ein Pikmin da unten. Schnell! Komm her, komm her, komm her! Scheiß auf die Viecher!
Scheiß auf die Viecher, das ist Kleingeld, wir verziehen uns. Alle hier? Alle da? Gott. Boah, vor allem... Boah, ich hatte jetzt echt Glück, dass dieses Scheißvieh nicht auf uns aufmerksam geworden ist. Weil das wäre uns hinterher gefahren. Das... Wir können nichts gegen das Vieh machen. Zumindest noch nicht. Oh Gott, hier ist Elektro.